Hallo zusammen. Wie angekündigt, möchte ich jetzt mal zwei einfache Aufgaben zum Brechungsgesetz rechnen. Machen wir es uns leicht. Wir nehmen hier Luft. Hier oben soll Luft sein und drunter soll eine Wasserfläche sein. Hier drunter ist dann das Wasser. Und der Lichtstrahl soll hier aus der Luft kommen, auf das Wasser treffen. Hier brauchen wir die Senkrechte, weil alle Winkel werden jetzt zu dieser Senkrechten gemessen. Das hier ist der Einfallswinkel und der soll betragen 35 Grad, sagen wir mal. Das soll 35 Grad sein hier. Der Lichtstrahl wird an der Grenzfläche gebrochen, geht weiter im Wasser. Und zwar wird er näher an die Senkrechte herangehen. Der wird also so weiterlaufen. Der Winkel hier wird kleiner sein als 35 Grad und den nennen wir mal Theta und das ist also Theta 2 und das ist die gesuchte Größe. Das wollen wir ausrechnen. Wie groß ist dieser Winkel? Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso wird der Winkel kleiner hier, dann schaut doch am besten nochmal das Video zum Thema Brechung an. Da ist das genau erklärt. Ich benutze gerne dieses Bild mit dem Auto, ja, dass da ein Auto hier ranfährt und hier unten ist sozusagen der schlammige Teil. Wenn jetzt das Recht, der Rad als erstes in diesen Schlamm reinkommt, dann wird das Auto einfach ein bisschen nach der Seite gedreht und geht dann in diese Richtung weiter. Das Brechungsgesetz gab es ja in zwei Formeln. Wir benutzen mal die Formel mit dem Brechungsindex, weil wir haben hier schön diese Indizes ja schon vorgegeben. Das Brechungsgesetz in dem Fall würde ja lauten, wir haben den Brechungsindex von der Luft mal dem Sinus von den 35 Grad, von dem Einfallswinkel, ist gleich der Brechungsindex vom Wasser mal dem Sinus von unserem unbekannten Winkel Theta 2. Und wenn wir das einsetzen, der Brechungsindex von der Luft, den können wir ja hier als 1 einsetzen, weil so genau rechnen wir ja gar nicht, dass wir jetzt diese fünfte Stelle hinter dem Komma hier bräuchten. Also 1 mal Sinus 35 Grad. Und der Brechungsindex vom Wasser, das war unsere 1,33, also ist gleich 1,33 mal dem Sinus unseres gesuchten Winkels. Und wenn wir beide Seiten jetzt mit 1,33 teilen, dann kriegen wir hier Sinus 35 Grad geteilt durch 1,33. Das ist gleich, das hat sich weggekürzt und es bleibt hier übrig Sinus Theta 2. Dazu könnten wir jetzt mal einen Taschenrechner gebrauchen. Also hole ich mir jetzt mal hier den Taschenrechner raus aus dem HP-Museum. Rechnen wir uns mal den Sinus also habe ich hier 35 Grad und den Sinus davon. Das sind die 0,57. Und das muss ich jetzt teilen durch 1,33 geteilt durch ist gleich 0,43. Also da bleibt dann stehen 0,0043. Das ist mein Sinus Theta 2. So, und jetzt wissen wir auch, wozu wir die Umkehrfunktion des Sinus brauchen können, diesen Arcosinus, genau für so eine Situation. Wenden wir einfach den Arcosinus hier auf beide Seiten an, dann haben wir hier stehen also der Arcosinus von 0,43 ist dann gleich der Arcosinus vom Sinus und nachdem Arcosinus die Umkehrfunktion des Sinus ist, hebt sich das auf und es bleibt übrig der Winkel Theta 2. Und das geht mit dem Taschenrechner natürlich auch super einfach, da brauche ich bloß hier diesen Sinus hoch minus 1 tippen und dann kriege ich schon den Wert in Grad dieses Winkels Theta 2 raus, 25,5 Grad. So groß sollte der sein. Also hier habe ich also 25,5 Grad. Das ist mein Winkel Theta 2. Ja, ihr seht schon, Brechungsgesetz sah komplizierter aus, als es eigentlich ist. Damit lässt sich doch eigentlich recht gut rechnen. Machen wir gleich noch ein zweites Beispiel dazu. Diesmal sagen wir, wollen wir ein Vakuum haben. Also hier soll das Vakuum sein. Das Vakuum. Auf der anderen Seite, gut, da sagen wir mal, haben wir ein unbekanntes Material, das kennen wir nicht.
Also mein Material, Fragezeichen, das ist das. Das können wir vielleicht aus dem Verlauf der Strahlen, der Lichtstrahlen heraus bestimmen. Ja? Wir könnten ja einfach mal sagen, wir nehmen den Lichtstrahl, der soll hier so an die Grenzfläche hinkommen. Hier machen wir wieder unsere Senkrechte rein, senkrecht zu dieser Fläche. Das heißt, wir haben den Einfallswinkel hier und den Einfallswinkel, den sagen wir mal, das sollen die 30 Grad sein. Und der Lichtstrahl wird dann gebrochen. Auch wenn wir das Material nicht kennen, dann wissen wir doch, dass es dichter ist als das Vakuum. Also das, so viel steht auf jeden Fall mal fest. Und weil es das dichtere Material ist, heißt das, dass der Winkel, dass der Brechungswinkel also größer ist als der Einfallswinkel. Das heißt, der Lichtstrahl wird in diese Richtung hier vielleicht gebrochen. Und dann habe ich hier den Brechungswinkel und der wird auf jeden Fall. Der wird größer sein als 30 Grad und den nehmen wir mal an, das soll mal 50 Grad sein. Sagen wir mal, der Brechungswinkel hier, das sollen 50 Grad sein. Und aus diesen Angaben kann ich dann den Brechungsindex von diesem Material bestimmen und vielleicht kriege ich dann raus, wenn ich in dieser Tabelle hier nachschaue, vielleicht kriege ich dann raus, um was für ein Material es sich da überhaupt handelt. Das Brechungsgesetz lautet, wie nehmen wir das wieder in der Form wieder oben, das würde dann leisten, also für den einfallenden Strahl wäre zu sagen, dass der Brechungsindex dieses unbekannten Materials mal dem Sinus 30 Grad, das ist der Brechungsindex dann vom Vakuum mal dem Sinus des Brechungswinkels, das sind ja die 50 Grad. Das heißt, der Brechungsindex des Materials mal Sinus 30 Grad. Gut, der Brechungsindex des Vakuums, das ist nun gerade gleich 1. Das ist dann also direkt der Sinus von 50 Grad. Jetzt kann ich durch Sinus 30 Grad teilen. Das heißt, ich habe dann schon den Brechungsindex des Materials. Das ist dann Sinus von 50 Grad geteilt durch Sinus von 30 Grad. Da hole ich nochmal den Taschenrechner raus. 50 Grad, 50 Grad, den Sinus, das sind 0,776. Und dann möchte ich teilen durch den Sinus von 30 Grad, das waren doch 0,5, ja, 0,5 waren das. Und wenn ich das teile, dann bleibt mir 1,53 hier stehen. Also mein Brechungsindex NM, das ist gleich 1,53. Jetzt können wir mal nachschauen, finden wir den Wert vielleicht da oben auf der Tabelle? Ja, tatsächlich. Glas 1,52, das liegt da in der Nähe. Das dürfte also irgendeine Glassorte sein, hier unser unbekanntes Material. Dann würde das mit den 30 und 50 Grad wunderbar hinkommen. Wir können sogar noch was ausrechnen. Der Brechungsindex war ja die Geschwindigkeit des Lichts im Vakuum geteilt durch die Geschwindigkeit des Lichts im Medium. Und wir können dadurch auch mit Hilfe dieses Brechungsindexes die Geschwindigkeit des Lichts in diesem Material hier ausrechnen. Also wir drehen das bloß um, dann hätten wir hier V ist gleich C durch N durch den Brechungsindex. Und wenn wir das einsetzen, dann wäre die Geschwindigkeit des Lichts hier in dem Medium gleich der Lichtgeschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde geteilt durch, und mein Brechungsindex war ja gerade 1,53. Ja, dann nehme ich mal den Taschenrechner raus. Dann habe ich hier also 300.000. Und ich will geteilen durch 1,53. Das gibt mir also 196.000, ungefähr 196.000. Das sind also hier 196.000 Kilometer pro Sekunde. So schnell ist das Licht hier in diesem Material drin. Ja, das wäre es eigentlich schon. Ihr seht schon, es ist keine große Hexerei hier mit dem Brechungsgesetz gut umzugehen.